Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Heute habe ich für euch das Säulendekor. Und zwar das Säulendekor für die B-Säule und für die C-Säule. Das sind diese Streifen, die wir hier praktisch auf das Blech kleben. Hier bei einem weißen Dacia Duster, das ist unser Ausstellungsfahrzeug. Zur Information, ich muss mir den Bildschirm mal drehen, damit ich mich auch selber sehen kann. Den ganzen liegt eine Montageanleitung bei und da hat der Hersteller wohl ja, irgendwie den Spiegel gedreht oder wie auch immer, weil hier steht Beifahrerseite, dort steht Fahrerseite und es ist genau umgekehrt. Also hier ist die Fahrerseite, das ist die Beifahrerseite. Das nur mal zur Information. Vielleicht wird dieses der Hersteller noch abändern. Ich hoffe es, mitteilen werden wir es auf jeden Fall. Also, wozu eigentlich dieses? Zum einen als Schutz vor Fingern, wie auch immer. Zum anderen gibt es hier bei einem weißen Fahrzeug natürlich mehr die geschlossene Fensterfront, die dann eben halt dunkel ist und sich von vorne bis hinten durchzieht. Dem Set sind natürlich nicht nur die Aufkleber beigelegt, sondern auch ein Rakel, mit dem wir das Ganze hier schön fest andrücken können. Dem Set ist unter anderem eine Transferflüssigkeit bzw. Montageflüssigkeit. Muss man mit Wasser zusammenmengen und dann hat man eine schöne ordentliche Montageflüssigkeit. Die brauchen wir nämlich auch, weil entsprechende Stellen müssen feucht sein. Dann können wir nachher auch diese Folie, die wir hier aufkleben müssen, besser ausrichten. Ich habe die Folie vorab schon mal ausgeschnitten in die ganzen Einzelteile, habe vorher mal geguckt, was gehört wohin, wie passt es. Dann hat man selber nachher nicht das Problem, wenn irgendwas verdreht sein sollte oder man einen Fehler gemacht hat und alle Kanten schön sauber ist. Reinigungsmittel ist übrigens auch beigelegt dafür. Die Stellen sollen natürlich sauber, trocken und fettfrei sein. Wobei nachher, wenn wir hier die Feuchtigkeit drauf machen, dann ist es auch wieder nass. Aber es ist sauber. So, der Punkt ist dann, das Ganze wird auch nass verklebt. Wir werden jetzt diesen Streifen hier mal drauf bringen. Das Ganze passiert freihändig. Wir haben also hier oben nicht irgendwie eine Anschlagkante oder hier unten kann man sich das als Hilfsmittel nehmen. Wobei diese Kanten gerundet sind. Und zwar hier sind sie gerundet, hier an der Ecke sind sie gerundet, dort sind sie gerundet, hier oben natürlich auch. Und dort sollte man diese Folie nicht drüber kleben. Also lassen hier auf der einen Seite mehr Luft und auf der anderen Seite zu knapp, sondern richtig schön mittig drauf. Rundherum sieht man hier ja auch, bleibt weiß stehen. Das ist gewollt, weil wenn wir die Folie über diese Kanten bringen, wird sie trocknen und die Oberflächenspannung der Folie wird irgendwann die Folie von dieser Rundung wieder abheben. Dann löst sich eine Ecke und wenn sich eine Ecke löst, löst sich meistens das Ganze über kurz oder lang. Weil dann kommt der nächste, zieht dran, fummelt dran, spielt dran, wollen wir nicht. Okay, wenn wir den jetzt aufkleben wollen, dann machen wir das wie bei den Fischen im Teich. Bevor wir sie rausnehmen, machen wir uns die Hände nass. So, dann machen wir die Stellen ordentlich nass. Dann nehme ich jetzt mal diesen hier und mache das mal ab. Und zwar an einer Ecke ein bisschen abziehen, vorsichtig. Mach das am besten, wenn es windstill ist. Und zwar hat das folgenden Grund. Wenn ich das jetzt abziehe, jetzt kommt ein Windstoß, klappt euch den um, dann klebt Klebefläche auf Klebefläche. Das kriegt ihr dann nicht mehr wieder hin. Und das war es dann auch. So, jetzt haben wir das Ganze schön nass. Und dann bringen wir das hier drauf. Und jetzt können wir es ausrichten. Und dann kann man auch immer mal wieder kurz weggehen und immer mal wieder kurz gucken. Passt der? Stimmt er? Stimmt die Linie? Geht die Linie hier oben? Stimmt sie hier unten? Und so wie es aussieht, habe ich gleich von Anfang an richtig Glück. Das passt. Und so machen wir es dann auch fest. Das heißt, von der Mitte nach oben, die Feuchtigkeit, die da drunter ist, wieder rausdrücken. Von der Mitte nach unten. Und dann drücken wir von der Mitte nach außen, so dass das Ganze richtig schön angedrückt wird. Draußen ist schön warm, die Sonne scheint. Man sollte es natürlich nicht gleich in die Sonne reinstellen. Das wäre nicht so schön, so dass das Ganze ein bisschen trocknen kann.
und dann ist das gut. Also, das zum Säulendekor. Das Säulendekor war ursprünglich vom Sondermodell aus Österreich, nannte sich Experience. Zu diesem Dekor gehört eigentlich auch noch eine untere Dekorleiste mit Schriftzug. Das da sieht auch sehr schick aus, mache ich ein extra Video zu, verspreche ich euch. Hab ja lange kein Video mehr auf den Kanal hochgefahren. Also dieses Produkt wird oft und gerne bei uns über den Shop bestellt. Wir müssen diesen Artikel natürlich auch aus Österreich holen. Da gibt es eine Originalteilenummer von Renault sogar dafür, aber die gibt es nicht in Deutschland. Okay, ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Es ist relativ einfach. Man kann natürlich auch, wenn man zum Profi geht, der nimmt natürlich die Fensterschachtleisten hoch, der nimmt natürlich auch die Fenstergummidichtung ab, komplett, legt es hier komplett drüber, geht komplett über die Rundung, dann hat man einen absoluten Schluss. Das hier ist die einfache Variante, sie ist aber nicht schlecht und sie ist relativ günstig. Okay, in diesem Sinne hoffe ich wie immer, ich konnte weiterhelfen. Ich zeige es euch mal kurz auf der anderen Seite, da habe ich das schon fertig. Sieht dann so aus. Und wenn man das sauber und ordentlich macht, dann kriegt man auch ein vernünftiges, sauberes, ordentliches Ergebnis. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, ich konnte weiterhelfen. Und natürlich sage ich auch wie immer, bis denn dann.